Gute an alle da draußen und danke, dass ihr jetzt super tolle neue Video angeschaut habt. Hier ist Konso mit in Terraria in Farbe und Bunt. Ja, es ist eine Ewigkeit her, dass wir mal wieder in Terraria gespielt haben. Und das lag erstmal daran, dass ich die ganze Zeit mit der Uni zu tun hatte, wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe. Und zweitens, in Terraria mir ein bisschen auf den Sack ging, wegen diesem Kollegen hier vorne, den ich jetzt endlich habe. Weil ich hier oben jetzt zwei Häuser die ganze Zeit gebaut habe und wirklich Pilzsaat für Pilzsaat gesucht habe. Es war richtig zum Kotzen. Ich habe 45 Minuten jetzt offscreen, bin ich rumgeeiert, ja, um diese ganzen Dinger zu kriegen, um hier dieses Pilzbiom hinzukriegen. Damit hier der nette von und zu Mr. Checker hier einzieht, ja. Und ich mir das Zeug da kaufen kann, dieses Pilzzeug, um dann hier alles mit Pilz voll zu sprühen, damit wir diesen Wurm finden. Ich glaube, Trüffelwurm oder keine Ahnung, wie das Ding heißt, um dann letztendlich Duke Fishron endlich beschwören zu können. Yeah! Aber jetzt ist er ja da. Geil. Amanita, Level 23, Damage 27, Defense. Okay, ich wusste gar nicht, dass NPCs ja auch Stats haben, aber okay, lass mir mal so stehen. Ich weiß nicht, die Truffel, was die Truffel Shuffle so aufhören zu fragen. Es ist schon so ein großes Gerücht, das über mich verbreitet ist. Wenn du sie nicht schlagen, ihn essen. Okay. Jeder in dieser Stadt fühlt sich ein bisschen aus. Ich wachte auf der Tuchmacher kauen auf meinen Fuß letzte Nacht. Oh, scheiße. Ups. Warte mal ganz kurz, bevor wir mal weiter mit dem reden. Ich versuchte mich lecken, den anderen Tag zu sehen, was die große Sache war, begann alles leuchtend blaue. Also, die deutsche Übersetzung. Respekt. Ich dachte, die Karte für Behinderte. Na, die Karte für Behinderte wurde immer nicht getoppt, aber das gibt schon viel Sinn. Also, ihr versteht das ja natürlich alles, ja, meine Freunde. Egal, wir gehen jetzt auf Geschäft. Genug mit ihm geschnackt. Was gibt's denn hier? Müll, 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 Müll. Ah, Dark Blue Solution. Genau, die brauche ich. So, erstmal dick einkaufen. 191. Kann ich irgendwo hier hinpacken? Geht das jetzt? Warte mal kurz. Weil ich habe noch diese andere Kacke. Ne, die Purple brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und jetzt müssten wir theoretisch mit dem Ding alles zu Pilz. Geil! Das gefällt mir doch, meine Freunde. Ich werde auch die Karte und meinen Charakter als Datei online stellen. Weil ich bin nicht der Einzige, der in Terraria zockt und dann irgendwann ein bisschen angepisst ist wegen dem Shit hier. Deswegen dachte ich mir, bin ich so nett und manche haben mich auch gefragt damals, ob ich nicht meinen Charakter und die Karte online stellen kann. Das werde ich natürlich tun. Also am letzten Part, guckt dann einfach in die Beschreibung, da werde ich das in irgendwie Mediafire oder sowas hochladen. So, wir machen jetzt erstmal hier alles Pilzbiom, einfach alles. Hier oben auch noch ein Stück. Aber nicht zu viel. Jetzt hockt der auch hier oben drin, der Drecksack, ey. So ein Stress und da ist Bob. Dankeschön, Bob, dass du nach 10 Jahren dich auch mal wieder blicken lässt. Habe ich überhaupt dieses Insektennetz dabei? Bugnet, genau, habe ich, perfekt. So, wir gehen jetzt aber besten irgendwo, ich glaube, es ist hier aber Dschungel, oder? Ach komm, wir gehen in den Dschungel rein und machen da einfach alles zu. Wir müssen nämlich einen Untergrund, Pilzbiom machen und da finden wir dann ganz selten so einen dicken, fetten, hässlichen Kackerwurm. Und den brauchen wir, um dann diesen, wie gesagt, diesen Duke Fishron beschwören zu können. So, unser Life Fruit. Haben wir eigentlich schon alle Life Fruits? Sind wir schon voll damit? Ich weiß es gar nicht. Wir nehmen es einfach mal. So. Doch nicht. Oh, cool. Wow, no storyline right now. Reach Level 500. Ja klar, ich bin seit 115, aber ja, 500, das werde ich in 2 Sekunden. Ja, was wollte ich eigentlich erzählen in diesem Part? Ich habe ja das Video rausgehauen zum neuen Terraria-Spiel und wundere mich schon sehr, dass manche Leute da echt schreiben, wie wird das wieder was kosten, Mann, und Gedöns. Wo ich mir dann so denke, what the fuck, warum hat es Plantera? Ey Bob, du hast doch jetzt nicht Plantera wieder aufgewacht. Aufgeweckt, eher gesagt. Nee, aber dass ihr euch da irgendwie drüber beschwert, verstehe ich nicht. Klar, ich würde jetzt bei einem anderen Spiel sagen, was direkt nach einem Jahr wieder eine neue Version rauskommt, fast nichts Neues bietet. Aber Terraria haben die meisten nicht mal 10 Euro für bezahlt. Und das Spiel wird immer noch geupdatet. Und das 1.3 Update wird alles wegrocken. Ja, also gerade bei Terraria, da würde ich gerne, da würde ich noch 10 Mal bezahlen. Weißt du, wie viel? Ich habe jetzt schon, ja, ich habe jetzt schon auf PC locker 300 Spielstunden, nur mit Terraria, auf Konsole locker auch nochmal 100 oder so. Sagen wir, so insgesamt, wenn man es mal hochrundet, habe ich Terraria insgesamt schon so 500 Stunden gespielt, was extremst ist.
Hat mich halt so ein bisschen gewundert, dass so Kommentare kommen. Schon komisch, ja. Aber naja, jeder hat seine Meinung, also muss man sie auch respektieren. So. Ich mache hier noch weiter zu Dings. Ich gucke jetzt die ganze Zeit, wo so ein scheiß Wurm ist. Ich wette, ihr schreibt nachher wieder in die Kommentare. Digga, da waren 10 Millionen Würmer. Ich weiß. Ist das nicht? Ne, das ist eine scheiß Schnecke. Wie sah denn der nochmal aus? Ich habe keine Ahnung mehr. Kacke, wie sah denn der nochmal aus? Ich weiß, das war so ein kleiner, fetter, hässlicher Wurm war es. Wir müssen auf jeden Fall jetzt in dem Part einen finden. Weil dann haben wir Enterraria eigentlich schon wieder hinter uns. Letztendlich, weil Duquifron killen wir. Die ganzen Waves haben wir soweit auch schon durch. Eigentlich gibt es dann nichts mehr, was wir noch machen können. Aber wer jetzt auch gerade erst zuschaltet und hier oben ist ein Fisch, gell? Ja. Und ich weiß, was es gerade ist. Das ist ein Mod für Terraria, um ein Level-System hinzuzufügen und ein paar Items und so. Ziemlich cool. Schaut in die Beschreibung, ladet ihn auf jeden Fall runter. Ich werde auch unten nochmal das Video verlinken, was ich gemacht habe, wo dann wirklich jeder Idiot verstehen müsste, dass man das, oder wie man den Mod installiert. Den werde ich auch nochmal verlinken. Also den Mod auf jeden Fall zocken, der wird weiter geupdatet. Ich spiele jetzt zurzeit auch immer noch eine ältere Version, also wahrscheinlich gibt es in der neuen schon wieder Neues. Und der Entwickler hat auch geschrieben, oder der Developer von dem Mod, dass sobald 1.3 rauskommt, er dann den N-Mod auch weiter updatet. Also für 1.3, was natürlich hammergeil ist. So, jetzt bin ich aber ein bisschen angepisst, weil... Ist denn jetzt hier ein blöder Wurm? Es wäre auch mal schlau, das dumme Spinnennetz hier. Warte mal, wir machen das so. So. Müssen nämlich damit fangen. Scheiße. Zu viel, ich sehe gerade nichts. Wir müssen die Gegner halt immer nur töten, weil sonst spawnt der scheiß Dings nicht. Der scheiß... sagt's mir. Der dumme Wurm. Ich bin noch tief genug. Eigentlich müsste hier sogar spawnen. Oh, Leute. Ich brauche ein Würmchen. Das wäre mal ganz freundlich. Und alle, die jetzt auch immer noch zuschauen, obwohl das gerade voll boring ist, wie ich diesen beschissenen Wurm suche. Ich habe mittlerweile auch Twitch am Start. Werde dann demnächst, wenn dieser PC, mit dem ich jetzt hier gerade aufnehme, dann endlich neu aufgesetzt ist, kann ich auch endlich mit dem normalen PC streamen. Werden noch künftig öfter Streams folgen. Ja, ist doch cool. Mit der neuen Leitung. Die neue Leitung ist da. Yeah. Also wer mich noch nicht abonniert hat auf Twitch und so weiter, guckt in die Beschreibung. Und ich werde mir jetzt auch noch Twitter erstellen. Viele haben es ja geschrieben, warum ich kein Twitter habe. Werde ich auch noch machen, damit ich auch noch ein bisschen durch die Gegend twittern kann. Naja, der faule Konso will sich nämlich jetzt endlich mal ändern. Ich bin nämlich in den ganzen Angelegenheiten ziemlich faul. Ich sag dann immer so, oh ja, ich habe jetzt Facebook und so, aber dann irgendwie vergesse ich es doch. Was nicht nur wegen der Uni ist, sondern auch, weil ich in der Zeit einfach faul bin. Also faul bin, weil ich das halt... Ich vergiss das halt die ganze Zeit, ja. Es tut mir leid. Aber ich lerne was draus und werde es in Zukunft auf jeden Fall besser machen. Mann, wo ist denn jetzt so ein beschissener Wurm hier? Ja, Bob, wo ist er? Einfach mal durch die Gegend. Bin ich blind? Ich sehe hier keinen scheiß Wurm. Oh, hier, Alter, weiter alles mit Pilzbiom machen hier. Ja, komm, wir gehen mal weiter runter und machen hier noch mehr alles zu Pilzbiom. Vielleicht ist es hier besser unten. Aber guck mal, super Folge schon, weißt du? Hier, wir haben den Trüffelidioten, haben Plantera nochmal getötet. Die schwere, sehr schwere Plantera. Und sind auf der Suche nach einem dicken, fetten, hässlichen Wurm. Cool. Was geht bei euch so ab? Hier ist doch gut, hier ist doch gut, oder? Hier habe ich doch mal, das war doch meine erste kleine Arena, genau, um Plantera zu töten. Wunderbar. Die wir letztendlich gar nicht gebraucht haben, weil ich viel zu stark bin, aber ey. Läuft. So. Bitte schenkt mir einen beschissenen Wurm. So, wir machen auch wirklich alles. Wo ist denn? Da ist er! Nein! Ihr habt ihn gesehen! Da ist er! Nein! Ja! Yeah! Wir haben einen Wurm. Dicken, fetten Daumen hoch dafür, meine Freunde. Wir haben einen Wurm. So, jetzt gucken wir, wo noch so ein fetter Wurm ist. Komm her, fetter Wurm, komm. Ich will nämlich Duquifron noch mal ein, zweimal töten oder so, weil ich die Flügel haben will. Die Flügel von Duquifron, allgemein alles von Duquifron, ist ziemlich geil. Weil gerade die Konsolenspieler kennen Duquifron ja noch nicht.
fette Wutz, wo steckst du dich denn schon wieder? Aber schon mal gut zu wissen, dass die Würmer also schon da sind. Ich dachte schon irgendwie im Bug hier im Mod, dass die nicht kommen oder so, aber sie kommen. Das ist gut. Oh, komm, du fettes Schwein, Mann. Wo versteckst du dich? Fette Wutz hier. Ja, Bob, was machst du? Bob, du baust ziemlich viel Scheiße. Ja, komm, währenddessen bauen wir gerade noch hier ein bisschen ab. Wir müssen ja auch stark genug sein. Ich denke, ein Stück Fischhorn werden wir trotzdem übel schnell klatschen. Da unten hier der kleine glühende Pilz, der dance mal ein bisschen. Deswegen skillen wir uns auch gerade noch. Was gehen wir denn? Können wir nicht mal Agility. Ja, komm, Agility. Haben wir mittlerweile, Alter, schon fast 1000 Schaden mit der Uzi. Übel. So, Wurm. Wir müssen aber dringend neue Kugeln kaufen. Ich habe nur noch 100 Kugeln übrig. Manometer. Wir müssen uns auch noch eine Angel machen. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal in dem Spiel eine Angel gecraftet. So. Mein Gott. Och. Es gibt halt so Dinger, da kann ich halt schlecht was drüber erzählen. Ich könnte natürlich jetzt noch über das neue Terraria erzählen, wie geil ich es finde. Und was ich mir davon erhoffe und warum es so geil ist, könnte ich natürlich drüber reden. Aber erstmal war ich wieder so schlau, mir keine Zeit zu stellen, deswegen weiß ich gerade nicht, wie lange ich schon aufnehme. Typisch Konso halt, weißt du, so typisch. Und zweitens wäre das ein bisschen großes Thema, das jetzt anzubabbeln. Aber ich denke, ihr habt im einen Video gemerkt, dass ich mich da extremst drauf freue. Ja, und ich hoffe, dass er durch Terraria immer mehr Aufmerksamkeit gekriegt wird, es auch bekommen. Und ich weiß auch, dass 90% meiner Zuschauer sich das Spiel holen werden. Wenn nicht 99% meiner Zuschauer. Weil Terraria muss man einfach unterstützen. Ein richtig geniales Spiel. Mann, wo ist dieser blöde Wurm, ey? Ja, weil ich hätte schon gern so, keine Ahnung, 2, 3 Würmer, das wäre schon ganz cool. Aber scheinbar bleibt es bei einem. Komm jetzt, wo bist du? Manchmal habe ich Glück bei der Sache und kriege direkt ganz viele Würmer. Und manchmal ist es jetzt so wie jetzt, dass ich dann halt rumlaufe die ganze Zeit und nie einen finde. Ist irgendwie komisch. So. Ich weiß, ich muss auch mehr rumlaufen, damit er spawnt. Das weiß ich alles. So, wir gehen hier unten nochmal hin. Und hier auch nochmal gerade alles. In der Hoffnung, hier irgendwo jetzt ein Würmchen wieder zu kriegen. Ich muss jetzt schon mit dem Pulsbow hier rumschießen, weil ich keine Kugel mehr habe. Aber der Pulsbow ist auch der Hammer. So. Immer gucken. Ich wette, ich habe schon welche übersehen. Hundertprozentig. Alter Schwede. Wo krieg ich die? Nein! Dieser! Nein! Nein! Das ist nur eine blöde Schnecke gewesen, gell? Noch! Ja, ja, kannst wieder rausgehen, du blöde Schnecke, ey. Weil das Problem ist, der ist viel rennt weg, wenn du nicht schnell genug bist. Das ist scheiße. Also es verkriecht sich dann wieder im Boden. Verkrebt sich ja gesagt im Boden. Meine Fresse, wo bist du, mein Freundchen? Komm. Zeig dich. Komm zu Papa. Komm zu Papa, mein Freund. Wir haben dich alle lieb. Bringt euch hier irgendwas hier mal irgendwie Fackeln hin zu tun? Nö, gell? Ich glaube nicht. Oh Mann. Weißt du, da wollte ich dir so voll den actionreichen Megapart machen, Ding, Duke Fishrun und so, dies, das, Butz. Schön auf die Fresse hier. Was ist? Ich gammel jetzt hier im Pilzbiom rum und such dicke, fette, hässliche Würmer. Geil. Ich glaube, das wird auch der Titel fürs Video. Dicke, fette, hässliche Würmer. Ich sehe keinen. Ich bin. Ach. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch das schneller geht oder ob ihr auch manchmal so wie ich die ganze Zeit rumlauft und diesen blöden Wurm sucht. Komm, zeig dich, bitte. Bitte, bitte,
Komm, komm. Ich hab doch sonst immer bei allen Glück hier in Terraria, wenn ich aufnehme. Piss dich. Irgendwie, es kommt kein Schwein. Weißt du was? Nein! In der Luft, in der Luft! Oh, bad boy, bad boy. So, da haben wir schon mal zwei. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir sammeln hier auf jeden Fall drei. Und ich schätze mal, dann wird der nächste Part, der Final Part, wo wir dann einfach dreimal gegen Duke Fishron kämpfen werden. Und in der Hoffnung, irgendwann geilen Shit zu kriegen. Und dann wird im nächsten Part nämlich dann auch mein Charakter. Also ich werde auf Wunsch, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nicht nur meinen Charakter haben wollt, sondern auch hier den Bob. Damit ihr auch mit Bob rumlaufen könnt. Dann werde ich nämlich Bob und mich online stellen. Und halt die Karte hier, die Crazy Daisy Karte, werde ich dann auch auf jeden Fall online stellen. So. Jetzt noch einen Wurm, komm. Bitte. Ich habe eben auch bitte gesagt, dann kam er. Bitte, bitte, bitte Wurm, komm jetzt. Bitte. Ich überlege gerade, was für Witze ich über einen dicken Wurm machen kann. Nix. 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 Ich kann es. Da oben. Da oben, der Sackgesicht. Bleib stehen. Bleib stehen. Nein. Du Fickvieh. Nee, 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 nee. Du bist irgendwo durchgehüpft. Nein. Nein, da hinten ist er. Du Bastard. Nein. Och Mann, ey. Der hat mich bestimmt fluchen hören. Ja, das war ein Wurm. Den ich leider nicht bekommen habe. Ja, komm zu mir! Nein! Nein! Oh mein Gott, der ist direkt vor mich gefallen. Ich habe Halsschmerzen. Nein, ey, der ist direkt vor mich gefallen, weißt du? Scheiße. Ich hätte jetzt eigentlich schon 4 Stück gehabt. Zurzeit bin ich eher der Failer, oder? Meine Freunde. Meine Abonnossen. Es ist nicht go. Nein. Oh Mann. Jetzt zeig dich nochmal, du blöder Dreckswurm hier. Ach so, auch noch zur Info. Ich werde auf jeden Fall auch das Xbox Terraria Let's Play jetzt auch noch fertig machen. Whee! Da werde ich nämlich die einen Kommentare da annehmen, wegen der Wave, was ich da machen muss. Da hat irgendjemand nämlich geschrieben, dass ich in dieser einen Wave alles so mit hier Lava zubauen soll, damit das schneller geht. Und dann werden wir das auf jeden Fall, oder ihr sagt definitiv rocken. Weil bei Xbox fehlt uns ja, glaube ich, nur noch die Wave. Weil da gibt es ja nämlich nicht mehr Dings. Da gibt es nämlich nicht Duke Fishron. Was ich auf einer Seite auch glücklich bin, weil ich hätte keinen Bock auf der Konsole auch wieder hier den scheiß Wurm zu suchen. Also es gibt vieles, was mich in Terraria nervt, diese scheiß Goblin-Armee, Hellstone-Farmen und so ein Scheiß, ja. Und diesen beschissenen dicken Wurm suchen. Das ist auch eine Sache, die mir an Terraria ein bisschen auf den Sack geht. In Terraria spawnen halt auch einfach immer so übelst viele Monster. Wenn das beim Trüffelwurm auch so wäre, dass hier einfach 10 Trüffelwürmer auf einmal spawnen, fände ich cool. Jetzt sehe ich wieder keinen. Der, weil ich immer rumschieße und dann achte ich nicht auf meine Umgebung. Oh, du fette Wutz, ey, du fetter Otto, komm jetzt endlich. 666 Bait Power. 666, das ist der Teufel. Meine Kollegen. Gibt's doch nicht. Shovel Knight ist jetzt auch fertig hochgeladen. Ace Wild wird jetzt noch fertig hochgeladen. Dann werde ich mal die ganzen Projekte zu Ende führen, weil sich viele beschwert haben. So, ja, Digga, du fängst immer voll viele Dinge an, aber dann machst du die nicht zu Ende. Und das weiß ich. Tut mir leid, aber ich werde jetzt zu Ende führen. Ich habe ja auch noch die Key dabei Ace Wild noch zu verlosen und so weiter. Kommt alles noch. Läuft alles noch. Konso macht jetzt bald Serious Business. Und wird jetzt irgendwann, ihr sagt bald, einen Upload-Plan machen. Ja, ich habe mich doch entschieden, jetzt eins zu machen. Ich sag ja schon immer so, oh nee, habe ich keinen Bock drauf und so. Rumschießen darf ich eigentlich auch nicht, weil ich den Trüffelbomb nämlich, glaube ich, auch töten kann mit Schüssen. Aber zwangsläufig muss ich ihn jetzt machen. Ich verstehe das auch, wenn ihr jeden Tag ein Video von mir wollt und ich einfach mal wieder eine Woche nichts hochlade. Ist auch scheiße, weißt du? Ich verstehe euch da auch auf jeden Fall vollkommen. Thema Goblin-Armee.
Thema Trüffelwurm. Nein! 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 Ich hätte ihn noch nicht kriegen können, weil der ins Wasser gefallen ist. Ja, Thema scheiß Wurm suchen und jetzt noch Goblin-Armee. Besser kann es ja gar nicht werden. Doch, indem ich einen Wurm finde. Ja, Bob, weißt du, Wizard einfach mal wieder so ins Nichts, so pff, juckt mich nicht. Ich will in dem Ding eigentlich noch gemütlich hier mir Kanonenkugeln machen oder mir Kanonenkugeln. Lol, der hat ein Bonesword getroppt. War Bonesword nochmal, war das gut? Wow. Auch kein Mensch, ey. Völlig unnötig hier. Völlig unnötig, ey. Ich bin voll abgehoben, ich bin YouTuber. Abgehoben. So. Nee, tot. 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 Mann, oh Meter hier. So, komm jetzt. Wo ist dieser beschissene letzte Wurm? Ich guck jetzt. Wo bewegt sich irgendwas Fettes? Nee, du bist auch fett, aber ich brauche dich nicht. Bob, du stirbst wegen der blöden Fledermaus. Also Bobs IQ wächst, wie gesagt, sinkt jede Folge irgendwie. Bob. Ich wette, der wird auch instant sterben bei Doofisch schon. Instant. So. Alter Schwede, Mann, wo bist du? Ihr findet das bestimmt sehr lustig, wie oft ich jetzt schon einen Wurm verkackt habe, aber naja. That's life. That's life. That's life. Ich nehme jetzt bestimmt auch schon wieder 1 Million Jahre auf. Der Suche nach blöden Fischen. Fischen. Würmen. Trüffelwürmern. Würmern. Mann! Der Wurm trollt mich doch. Schreibt bitte mal alle in die Kommentare, wie nervig das ist, diesen schönen, scheiß beschissenen Wurm zu fangen. Und wie ihr alle mit mir fühlt. Bitte alle schreiben, Konso, ich weiß, wie du dich fühlst. Es ist scheiße. Es ist scheiße. Und jetzt habe ich auch noch diese beschissene, gammelige Müllmusik von dieser beschissenen Goblin-Armee. Oh Mann, ey. Ich werde hier schon wieder irgendwo eine Mission. Jetzt komm, zeig dich doch mal wieder hier. Ich kriege ja Aggressionen. Hm. Also entweder ich töte die ganze Zeit durch meine sehr gut platzierten, sehr gut gesetzten Schüsse. Oder er trollt mich. Was er eh schon macht, aber ihr wisst schon Bescheid. Merkt ihr auch gerade, wie ich gerade nicht mehr weiß, was ich kommentieren soll? Merkt ihr das? Nein. Merkt ihr nicht, oder? Ach, dummes Geschwätz. Merkt ihr nicht. Oh Mann. Aber so ist das halt. Man kann nicht unendlich babbeln. Ich kann auch wie andere Let's Player einfach mal 10 Minuten nichts sagen. Aber dann komme ich mir ein bisschen doof vor. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt müsst ihr, weißt du, müsst ihr jetzt kommen. So, ey, mein Bogen ist auch gleich leer, gell? Das ist kacke. Weißt du, die hätten kommen können, wann sie wollen. Die hätten nach dem Let's Play kommen können. Die hätten die mal am Arsch lecken können oder so, weißt du? Aber na... Bertha, bleib stehen da unten. Bleib stehen. Ja. So, endlich. Leck mich raus hier. Nein, ich habe 2, 3 Trüffel-Gedöns-Dinger hier. Ja, werf hier einfach rum, mir egal. Da kommt schon wieder hier zum Thema Spawn, ja. Einfach mal hier wieder 10 Millionen Monster. Ja, komm, jetzt ein Puls-Ding da durch. Guck mal. Bam. Oh, der geht nicht durch alles. Das ist sehr traurig. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal hier Schüsse kaufen. Ich hoffe, und der Händler lebt noch. Ja, ich glaube, wir gehen mal kurz auf eine andere Welt. Weil unser Waffenhändler nicht da ist. Geil. So, ich glaube auf Bam, gell? Da hoffentlich ist der Waffenhändler dann noch da. Oh, der Waffenhändler. Bleib mal stehen, Kollege. Hier ist auch die Goblin-Armee. Yo, läuft auf jeden Fall nicht. Jetzt lass mich in Ruhe, ich will nur Kugeln kaufen. Ja, mir reichen auch die normalen Gammeldingen. So, was haben wir hier? Was ist das hier? Rocket. Nee, Rocket Pro... Ich könnte auch mit Rocket schießen, gell, theoretisch. Die sind ja auch Ziel... Nee, wir machen das mit Uzi auf jeden Fall.
Wie gesagt, ich könnte mir natürlich jetzt auch bessere Sachen machen, aber da denke ich mir so, nee, scheiß mal drauf jetzt. So. Goblin-Armee wurde besiegt. Wow, cool gemacht, Bob. Auf jeden Fall, du bist der Bringer. So, jetzt gehen wir nochmal auf unsere Welt hier. Mehr Spieler, dann nicht mehr Spieler, Einzelspieler. Hunter Bitch, please. Crazy Daisy. Fliegen jetzt schon mal Richtung Strand. Definitiv. Komm. Ich hoffe, ich habe auch noch mein ganzen Ding. Was? Ja, genau. Drop mir direkt wieder den Stab. Ich habe auch einen falschen Charakter gerade genommen, merke ich. Einzelspieler, Konto Crazy Daisy hätte ich gern. Dankeschön. Und auf Crazy Daisy. So, jetzt stimmt's. Komm, gib mir noch einen. Oh, schade. Alter, ja, ist in Ordnung. Ich will nur zum Strand. Ich habe euch alle lieb nicht. Ich frage mich gerade, ob man überhaupt zu Level 500 leveln kann. Und wie viele Jahre man dafür spielen muss. Was einen Nutzen das hat. Dann hast du ja irgendwann alle Stats 999. Voll, Maximum. Dann bist du alles. Bist du Magier, Fernkämpfer, einfach alles. So. Einmal, lieben Freunde. Auch wenn der Part jetzt sehr viel Sucherei war und sehr viel und sehr viel, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber wie ich immer sage, das muss manchmal auch sein. Und ich dachte euch, nehme ich euch jetzt mit. Ich könnte natürlich auch offscreen alles machen und sage dann direkt im nächsten Part, also in dem Part jetzt, yo Leute, hier Fish One, ich habe alles offscreen gemacht, tschüss. Aber das will ich ja nicht machen. Ja? Das will ich ja nicht machen, deswegen habe ich euch jetzt mitgenommen auf die wundersame Reise. Ein Scheiß. Fetten Wurm zu suchen. Was mir gerade einfällt, ich wollte mir eine Angel machen. Geil. Scheiße. Können wir uns nicht irgendwie aus irgendeinem Gammelmaterial, aus Holz eine Axt schon eine Angel machen? Hoffentlich. Ich hoffe doch mal inständig. Wenn nicht, muss ich nämlich nochmal zurück. Wir gucken gerade mal. Oh, Alter, was ist denn hier wieder eine Monsterparty schon wieder hier? Nein, raus, weg, hier, weg. Oh, Eskalation hier, Eskalation. So. Das machst du hier mal bitte kurz eben. Irgendwie eben, dankeschön. Da tust du jetzt gerade mal eine Ebenwood-Workbench-Gedöns rein, dankeschön. Kann ich mir eine Angel machen? Oh, come on. Warte mal. Oh, nein, natürlich nicht. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Yeah! Gut, dann mache ich mir gleich eine Angel. Ihr seid ja am Anfang des nächsten Parts, werde ich mir dann noch eine Angel craften. Dann werden wir aber vorher auch nochmal hier ein bisschen diese Goblin-Armee aufmischen. Und ich würde sagen, wenn euch der Part trotzdem gefallen hat, einen dicken Daumen bis zum Himmel. Ganz wichtig, schön kommentieren, checkt Twitch, die ganzen Social-Media-Links, den ganzen Zeug ab, wo ich jetzt demnächst wirklich mehr posten werde. Und wie gesagt, Upload-Plan werde ich mir auch anschauen. Muss ich halt noch gucken, was ich dann genau mache, ob ich dann dreimal die Woche Terraria mache, einmal Minecraft, einmal ein anderes Indie-Projekt, werde ich mir noch überlegen. Könnt ihr eure Ideen auch mal in die Kommentare dazu schreiben oder was ihr davon haltet. Wie gesagt, Feedback ist immer gern gesehen. Also, haut rein, bis zum nächsten Part, der dann wahrscheinlich der letzte Part sein wird. Und yeah! Haut rein!